Scheiß Mentos, The Freshmaker. Die längste Dauerwerbesendung auf YouTube? Nein, halt, das kann gar nicht sein, denn ganz YouTube ist da eigentlich in Wirklichkeit nur eine lange Dauerwerbesendung. Nicht wahr, aber mein lieber DSD Steve? Das sehe ich aber etwas anders, wenn es vor allem um diesen Chibo-Kaffee geht. Link in der Videobeschreibung. Zu diesem Produkt stehe ich 100%. Ich kann mich dir auf jeden Fall richtig gut vorstellen. Warte mal, bei Chibo gab es doch auch sowas. Nee, das war, dafür stehe ich mir beim Namen, das war diese Hip-Werbung mit, für dieses Babyzeug. Nee, was hatte denn Chibo? Ich weiß es schon gar nicht. Hatte Chibo auch irgend so eine Catchphrase oder irgend sowas? Ich bin der Meinung, dass Chibo auch irgend so einen Quatsch hatte, ja. Ja, Leute, mischt auf jeden Fall niemals eure Mentos mit Kaffee. Also ich weiß nicht, was da passiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Das, glaube ich, ist auch, auch keine gute Idee, ja. In den letzten Folgen von The Legend of Scheiß Mentos mit eurem Let's Play Retro und DSD-Steve. Ist eine ganze Menge passiert, wir haben ganz viele Textboxen weggeklickt, wir haben sehr positiv über das Spiel gesprochen. Ja. Und ich muss auch sagen, also ich persönlich finde es irgendwie auch besser, wenn das Spiel es schafft, in wenigen Textboxen Geschichte und Emotionen zu übertragen. Man muss nicht immer irgendwelche 20, 30-minütigen Sequenzen machen. Das nur mal so an alle Mystery Daddies und auch tatsächlich an alle Soratas dieser Welt. Manchmal können Zwischensequenzen auch zu lang sein und den Spieler eher ein bisschen stressen. Und dann tatsächlich ist es so, das ist dann für mich als Spieler eher so ein Information Overload. Ja. Und das hat dieses Spiel nicht. Bei diesem Spiel weißt du ganz genau, was Sache ist, ne? Genau. Wobei natürlich, das muss man immer dazu sagen, das bitte immer im Hinterkopf haben. Man merkt natürlich, dass das Spiel, wie gesagt, von einem 15-Jährigen erstellt wurde. Das heißt, die ganzen Sequenzen. Die Ausdrucksweise und so weiter, ja, das ist auf jeden Fall verbesserungswürdig, aber am Ende muss ich sagen, in der Kürze liegt halt manchmal die Würze, ne? Das ist zum Beispiel eine sehr gute Beispiel, eine Holzhammer-Romanze, zum Beispiel auf einmal jetzt. Ja, natürlich, auch das Gespräch von Randolph und Klaus war ziemlich mit dem Holzhammer erzwungen. Ja, natürlich, ja. Das ist halt ist zum Beispiel. Das aus deinem Mund, wir kennen uns seit 15 Minuten. Ja, genau. Also, was soll dieser Spruch? Genau, ja, genau. Dafür braucht es einfach nur mehr Zeit miteinander und vielleicht auch mal ein oder andere Textbox dazwischen so ungefähr, bis so ein Dialog entsteht. Ja, aber also das Game hat natürlich sehr, sehr viele trashige Eigenschaften und das liegt aber, wie gesagt, vor allen Dingen halt am Alter des Entwicklers. Hier würde mich echt mal interessieren, was aus ihm geworden ist, weil es ist das einzige Make-up-Spiel, was er erstellt hat, zumindest unter diesem Namen. Tja, du kannst ja gerne mal nach ihm googeln, vielleicht findest du seinen Namen. Ja, wie viele andere Namen, ne? Ich erinnere dich nur an Dennis Sinner, den du auch in der IT-Branche wiederfindest. Ja. Und der im Übrigen auch auf Twitter in irgendeinem Spiel arbeitet. Ich glaube, nicht mit dem Maker erstellt, aber auch so ein 2D-Pixel-Spiel halt, ne? Es sind aus einigen Leuten, ist dann auch noch richtig was geworden, muss man ja fairnesshalber sagen. Und hey, wie gesagt, das ist halt eine typische Jugendsinne, die aber tatsächlich gerade von den Projekten, die wir aufnehmen, ja am meisten Spaß macht. Also ich finde, da ist irgendwie sowas wie Feuer und Mitternacht eine wesentlich schlimmere Jugendsünde und keine Ahnung, wenn du irgendwie 25 bist, wenn du dein Spiel rausbringst, dann ist es ja auch keine Jugendsünde mehr. Ja, das ist richtig. Oder bei Calvin ist halt das ganze Leben eine Sünde, ne? Ja, gut, alles klar. Dann, wie gesagt, hier, machen wir lieber wieder ein bisschen Werbung für Mentos und beschäftigen uns hier mit unseren Figuren. Randolph ist jetzt nämlich weg, das ist ja voll der krasse Einzelgänger. Der hat Klaus und Sera wieder allein gelassen und die brauchen jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Charakterentwicklung. Richtig. Weißt du noch, was wir früher immer gemacht haben, als wir immer mit deinem Dad selten waren? Ganz perverse Doktorspielchen, erinnere dich. Wie kommst du jetzt darauf? Warum brauchen wir jetzt hier diese romantische Szene? In letzter Zeit haben wir viel durchgemacht und weißt du, diese Doktorspiele, die fehlen mir irgendwie. Ich dachte, das würde dich was ablenken. Also diese Musik auch noch, ich bin unentschlossen. ich muss mögliche Plotentwicklung vermeiden. Sera? Ja, Klaus, hast du dich entschieden? Ich finde es immer noch so geil, dass Alex Klaus heißt. Wenn du etwas in deinem Leben ändern könntest, was würdest du ändern? Also, ich würde meine Brillen bei Fehmarn kaufen. Das ist so dumm, oder? Das ist wirklich dieser Spruch, wirklich 1:1 aus der Werbung übernommen. Wenn du etwas, wirklich, das ist wirklich diese ganz typische Fehmarn-Werbung, wo irgendwie, ich weiß nicht, so zwei ältere Freunde oder so irgendwie miteinander rumstehen. Was würdest du in deinem Leben anders machen? Oder dein, das Enkelkind mit dem Opa. Ja, die Version gab es auch. Genau, stimmt. Enkelkind und Opa, stimmt, du hast recht. Ja, das fehlt dir auf jeden Fall noch. Na gut, jetzt haben wir auch noch die Version, wie gesagt, die längste Dauerwerbesendung der Welt. Heute gibt es noch ein bisschen Werbung für Fehmarn. Leute, kauft eure Brillen bei Fehmarn. Hi, wahrscheinlich würde ich mir einen netten Mann suchen und eine Familie gründen. Hi. Also garantiert nicht dich, sondern einen anderen Typen. Ich meine, wie alt ist Sera überhaupt? Sich einen netten Mann suchen und eine Familie gründen? Wann? Ja. Schon mit 12 oder 13? Hä? Ja, ich meine, wie alt werden die sein?
15, 20 maximal. Aha. Ja, das geht. Also wenn du dein ganzes Leben, mal angenommen, du wärst 65 und würdest bald sterben und du könntest dein ganzes Leben nochmal leben, was würdest du denn ändern? Oh ja, okay, warte, ich muss mich mal ganz kurz in dieses Gedankenkonstrukt hineinversetzen. Was würdest du denn ändern, hä? Etwa deine Brillen bei Fielmann kaufen? Du trägst doch eigentlich Kontaktlinsen, Klaus. Und endlich haben wir mal wieder den Den-Den-Fehler. Der kam schon echt ziemlich lange nicht mehr. Wahrscheinlich würde ich einen Menschen, den ich sehr gut kenne, anders behandeln, als ich es momentan tue, weil ich bin auf einmal verliebt. Nein. Mit anders behandeln meine natürlich mobben und schlagen, schlecht behandeln. So. Ich würde einfach ein fucking Arschloch sein, weil ich nämlich wüsste, dass ich von der anderen Person gar nicht geliebt werde. Ich habe unnütz meine ganze Energie verschwendet. Und er legt sich endlich die echte Klaus-Frisur zu, um dann richtiger Edgelord zu werden. Oh ja, der richtige Klaus, genau. Hä, was hast du vor? Wen willst du verprügeln? Oh nein, ich hoffe nicht mich. Was meinst du damit? Yo, Dudes und Dudettes, lass uns jetzt schlafen gehen. Ich bin im Übrigen der Cockblock. Randolph. Das meinten wir mit... Die Sequenzen sind halt von einem 15-Jährigen geschrieben, ja? Das ist aber, halt... Aber auch hier wieder sehr, sehr positiv zu erwähnen, nach einer langen Sequenz dürfen wir das Spiel abspeichern. Nicht speichern, ja. Gute Nacht alle zusammen mit der Final Fantasy Musik. Final Fantasy 7 meine ich natürlich. Der Final Fantasy 7 Schlafsound, der auch im RTP von Don Miguel übernommen wurde. Denn Don Miguel war scheinbar ein großer Freund von Final Fantasy 7. Jetzt läuft die nochmal. Ja, die Musik loopt irgendwie durch. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. So, denkst du hier links bei dem abgetrennten Baum geht's weiter? Nee, der ist nicht abgetrennt. Das ist die Sequenz. Das ist doch wie. Das ist doch okay. Was ich auch meine, das sieht erstmal abgetrennt aus, ist es aber nicht, weil die Perspektive schon passt. Aber man denkt zuerst mal erstmal. Vor allem, warte mal, was ich nicht so ganz verstehe. Wollten die nicht nachts zurück zu dieser Hütte gehen und da schlafen? Nein, Randolph hat doch gesagt, wir sind Abenteurer, nicht schlafen wir draußen. Ach so, okay, gut. Ja, es war dieser. Ist sehr das eine Seilbahn? Jetzt gibt's einen Moment. Guck mal, wir übertreten gerade eine Türschwelle. Es ist ein Türrahmen, den kann man ja jetzt in Zwischensequenzen machen. Okay. Was hast du, Klaus, dass du in diesem Türrahmen stehen bleibst? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nun sag doch was, Klaus. Hallo, du musst innerhalb von einer Sekunde reagieren, wenn ich mit dir rede. Siehst du? Das ist wirklich, oh das ist wirklich ein Ellen-Moment. Oh ja. Mein Gott. Das macht Ellen, dass er nicht auf. Nein, die Sache ist, Klaus war vorher da. Ja. Klaus befindet sich jetzt in einer Sternenkind-Saga-Sequenz. In Space. Denn da finden alle coolen Zwischensequenzen statt. Kennst du das nicht auch, wenn du irgendwie so mitten im Leben stehst und dann plötzlich so blöpp, wirst du ins Weltall teleportiert, aber nur deine Seele. Und dann läufst du auf einer langen Brücke entlang und erlebst einen sehr, keine Ahnung, charakterbildenden Moment. Ich könnte niemals so gehen, ja? Ich würde mich da wie hinsetzen, ich hätte übrigens Angst, dass ich runterfalle. Guck mal, es ist null irgendwie an den Seiten, was zum Halten. Boah. Ah, du kannst nicht runterfallen. Space ist unendlich. Wenn du runterfällst, dann fällst du einfach oben wieder raus. Weißt du, was ich meine? Wieso nur? Wieso? Lalala, muss ich diesen Fluch erleiden? Huhu, ich bin wichtig. Wieso, Klaus? Sag mir das. Ich bin deine Family. Weshalb kommst du nur immer hierher? Vor was hast du Angst? Was ist an deiner Welt so schlimm, dass du dich immer hierher flüchtest in die unendliche Geschichte? Klaus, schaue der Realität ins Auge. Flüchte dich in deinen Illusionen. Klaus versteht absolut kein Wort von dem, was hier gerade vor sich geht. Aber ich finde, diese drei Punkte haben das gut zusammengefasst, was gerade gesagt wurde. Deine Welt braucht dich. Deine Freunde brauchen dich. Flüchte nicht vor dir selbst. Jo, ich bin voll die kindliche Kaiserin, ey. Was war mit dir? Hä? Warst du etwa schon wieder bei deiner anderen Freundin? In Space? Schien so, als ob du geistig abwesend wärst. Es ist nichts. Los, lasst uns endlich raus hier aus diesem verdammten Wald. Der ganz offensichtlich verflucht ist, denn er bringt Klaus komplett aus der Fassung. Wow, ich hätte nicht Ich laufe nicht auf dem Seil lang, ja? Nicht gefährlich oder so. Hurra, Hermine, Durchgang gesperrt. Ja, ich find's irgendwie krass, dass wir so... Guck mal, was wir für Balancing-Skills haben. Ja. Ach nee, hier sind wir auf dieser Blumenwiese mit den vier gefällten Bäumen. Hört sich an, als ob du dich hier auskennen würdest, Randolph. Aber sicher, das hier ist der Puraya-Wald, den kennt doch jeder. Ich wohne etwas weiter südlich von hier in der Stadt Moyard. Puraya-Wald, davon habe ich schon mal gehört. Ja, wir sind ja auch noch nicht so weit von ihm zu Hause entfernt, oder?
Ja. Wir waren ziemlich tief im Wald teleportiert worden. Und jetzt sind wir plötzlich hier. So weit bin ich noch nie hineingegangen. Willst du uns jetzt verlassen schon wieder? Nun, westlich ist die Brücke zurück zu eurer Stadt gesperrt. Am besten kommt ihr mit mir in meine Stadt. Eure Stadt ist randomly gesperrt. Da stehen jetzt Polizisten, die euch den Weg versperren. Dort gibt es einen Hafen und ihr könnt dann mit einem Schiff zurück nach Hause fahren und damit die Sperrung umgehen, was irgendwie random ist. Okay, das klingt vernünftig. Auf nach Moria, deine Heimatstadt. Genau so rede ich. Wirklich, Steve, genau so sage ich das auch. Auf nach Frohse, deinem Heimatort. Ja. Whee! Oh Mann. Hey, freies Speichern, ich liebe dieses Spiel. Sind wir sozusagen rechts von der Brücke halt, die kaputt ist. Ich finde das interessant. Warte mal, genau, hier unten? Ja, da ist die Stadt. Das ist die genau. Stadt, genau. Also es gibt hier echt richtig viel zu entdecken, das finde ich cool. Was ist das hier zum Beispiel? Also, ja, das sind Hydren wieder einmal. Wir haben übrigens noch offscreen neue Gegner entdeckt. Landkraken. Ja, das ist ein sehr logischer Gegner. Naja, ich meine, ja genau, die Sache ist, wenn du halt nur diese ganzen RTP-Grafiken zur Verfügung hast, ne? Du willst aber möglichst coole Gegner einbauen. Ich spreche erstmal hier mit Robocop. Oh mein Gott, hast du es gesehen, was da stand auf dem Tempel drauf? Nee, aber wir können es uns hier dann nochmal angucken. Ja. Der Erdtempel ist eine Heiligenstätte. Heiligen ist gut. Ja. Ich muss Sie bitten, das Gelände umgehend zu verlassen. 3 Ausrufezeichen. Da steht Erd. LOL! Das ist echt geil. Das ist echt geil. Oh, das ist richtig. Das finde ich so gut. Vor allem finde ich es auch geil. Wirklich wie einfach so ein riesiges, halb durchsichtiges, ja, transparentes Schaf durch die Gegend läuft. Also, ja. Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass die Welt verseucht von Hydren ist. Irgendwas haben die in ihrem Ökosystem falsch gemacht, dass Hydren sich so extrem stark ausbreiten konnten. Ja. Habe ich echt noch nie gesehen, dass Hydren. Dass die so schwach dabei wurden, ja? Ja, also der Entwickler scheint Hydren echt gemacht zu haben. Die Brücke ist kaputt. Bitte warte, bis sie repariert wurde. Ja, okay, krasse Brückenschäden. Machen wir jetzt lieber keine Real-World-Einspielungen, weil das ist nämlich nie witzig. Wenn Brücken einstürzen, dann sind wir alle in Gefahr. Ich habe mir die Frage schon oft gestellt, weil manche Brücken sehen schon echt morsch aus, ne? Oder die Tiere. Boah, gerade einige Bahnbrücken auch, ja, wo ich mir auch denke, so puh, ne? Moyard City! Oder einfach nur Moyard. Dieses Haus sah von außen irgendwie wesentlich größer aus, muss ich zugeben. Ja. Kann man hier mit der Umwelt interagieren, irgendwie, dass man irgendwelche Sachen. Ja, kann man. Okay. Das ist. Genau, eine Phönixfeder erhalten, sehr schön. Das ist nämlich immer ganz, ganz wichtig und ich finde auch, das gehört für mich auch, muss ich sagen, zu einem RPG-Maker-Spiel dazu. Dass du halt irgendwie so Pokémon mit Fässern. Ja, auch so, du kannst halt immer in jedem Haus. Oh, bei Pokémon geht es sogar noch viel deeper, weil du kannst ja sozusagen mit alle. Also, du kannst ja sozusagen auf jedem Feld klicken und unsichtbare Gegenstände finden. Ja, ja. Das habe ich aber noch nie bei einem Maker-Spiel tatsächlich gesehen. Also, ein Maker-Spiel mit Detektor habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Das wäre aber eigentlich mal ziemlich cool. Ziemlich kalt in der Stadt, was? Ach, hi, Randolph. Lässt du dich ja auch noch mal blicken? Natürlich, Natiana. Ach, du bist eine Frau, das sieht man ja sofort. Ich dachte, du wolltest für eine Weile Insights hier bleiben. Hachi! Ich meine Gesundheit. Ich habe mir alles aus dem Windturm geholt, was ich haben wollte. Ich habe jetzt einen Kristall, jetzt bin ich übermächtig. Aber weißt du, was hier wieder positiv ist? Was denn? Meine, die Orte sind hier nicht so groß. Das heißt, man kennt sich. Also ja, Randolph lebt hier wirklich. Tatsächlich logisch, ja. Oh, guck mal, das sieht doch irgendwie auffällig aus. Wie kommt man denn da rein? Wir müssen ja erst an was tun, damit das Fass verschwindet. Okay, cool. Das finde ich witzig. Wow, ein NPC mit Brille? Ja. Ich glaube, das habe ich bisher irgendwie noch in gar keinem Maker-Spiel gesehen. Der steht auch eigentlich auf Chaos 1 steht der rum, damit ein Spruch über Brillenträger gemacht werden kann. Ja, das weiß ich. Meine Tochter ist sehr schüchtern, deswegen trägt sie eine Brille. Um das ganz. Ja, genau, weil das wollte ich auch gerade sagen. Weil Klischees. Ja. Weil dieses Spiel in den 90er Jahren entstanden ist und wer da eine Brille getragen hat, der war nun mal ein Nerd. 300 Gold zum Rasten, da würde ich ausrasten bei diesen Preisen. Und auch hier wieder, guck mal, das Chipset von außen. Oh mein Gott. Hast du es gerade gesehen? Hast du es nochmal probiert? Das war geil, oder? Das Chipset von außen ist Final Fantasy, wollte ich sagen. Ist geil, ja, oder? Ja. Ist cool, oder? Mit der Begehbarkeit? Ja. Ich finde das super. Ja.
super getestet. Und genau, ich wollte sagen, jetzt. Ja, deswegen kam halt nicht auf die Idee, dass man einfach mal so genau. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Was waren denn die Betten? Ist das Chrono Trigger oder ist das Secret of Mana? Ich weiß es gerade gar nicht. Also, es ist nicht Lufia. Das weiß ich. Ich weiß nicht, was Lufia ist. Ist das nicht Wild Arms? Nee. Genau, genau. Und hier außen das Zeug, das hier war Lufia, meine ich. Lufia, Verzeihung. Ja. Nicht Final Fantasy VI. Lufia. Das ist das Lufia Chipset. Sorry. Jetzt war ich gerade irgendwie. Genau, und die typische Vampire Dawn 2 Stadt ist Wild Arms, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, das hier ist einfach aus dem RTP. Ja. Und ich bleib dabei, ich hasse diese die typische Vampire Dawn 2 Stadt ist Wild Arms, genau. Genau. Was hast du? Sorry, Steve. Ich mag diesen Teppichrand einfach nicht. Dieses Gelbe. Warum nicht? Ich finde das schön. Steve, wenn du dir den Teppich holen würdest, würdest du nicht auch darauf achten, dass er so einen ganz speziellen Rand hat? Warte mal, vielleicht sollen das ja die Fußbodenleisten sein. Ja, aber dann sehe ich die doch links nicht genauso wie rechts, oder? Schau mal. Rechts, dass man die rechts sehen kann, ist in Ordnung. Also okay, wenn ich ganz von. Ja, du müsstest hier oben eigentlich noch welche. Hier oben fehlen halt welche. Aber ne? Dann sind oben zum Beispiel keine. Also, ja. Aber unten sind welche. Okay. Es sieht halt irgendwie ein bisschen aus wie so eine Markierung, der man folgen soll. Ja, genau. Aber am Ende der Markierung befindet sich nichts. Aber ich mag die halt nicht. Die sind in Ordnung, das ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Oh. Cool, ein Eisenschwert kaufen wir natürlich. Elfenbeinbogen. Aus Elfenbein geschnitzt, schockt den Gegner und das Eisenschwert ist einfach nur aus purem Eisen, aber ist immer noch besser als nichts. Finde ich geil, guck mal, erhöht alle unsere Werte. Ja, das ist geil, das habe ich mir allgemein gemacht. Das Waffensystem hier ist eigentlich wirklich ganz cool gemacht. Halt wie damals bei Diablo 2, wo es auch eigentlich immer gängig war, dass auf Items immer ganz viele Attribute drauf sind. Ist das hier auch so gemacht? Ja, genau. Das meine ich halt. Du merkst dem Entwickler an, er hat sich vom Gameplay irgendwie an Diablo orientiert. Ja, auch dass eben die Gegner so Loot droppen. So. Finde ich gut. Ist wirklich wesentlich besser, als sich an einem JRPG zu orientieren. Ja. Ich warte schon eine Ewigkeit auf einen Termin mit dem Bürgermeister. Ist der Bürgermeister wieder der nächste wichtige Plotpunkt, zu dem wir müssen? Haben Sie einen Termin beim Bürgermeister? Ich brauche keinen Termin. Machen Sie, dass Sie verschwinden. Okay. Ja, hinter dem Tresen dich zu suchen. Ja. Ja, das Problem ist halt, es gibt keinen Vor. Also ich kann einfach nicht anders, ne? Im oberen Geschoss befindet sich der Bürgermeister. Sie dürfen ihn nur mit einem Termin treffen, denn er ist extrem wichtig. Die Welt wurde wirklich sehr gut getestet. Der Bürgermeister dieses 10-Mann-Dorfes? Really? Links geht's noch weiter, denke ich mal. Achso, stimmt, hier waren wir schon drin. Ja. Genau, du hast recht, da führt noch eine Straße lang. Cool, die Stadt ist ja richtig groß. Hat doch mehr als 10 Einwohner. Scheint niemand zu Hause zu sein. Vielleicht, weil das Haus von Randolph ist. Oder auch nicht. Okay, steht tatsächlich mal nichts drauf. Das ist mein Haus. Ich möchte Mom und Dad später alleine begrüßen. Er wohnt doch bei seinen Eltern. Ich hätte ihn irgendwie ein bisschen älter eingeschätzt. Ja. Lass uns erst nach einem Schiff suchen, hier in dieser Eisstadt. Was? Das wurde uns doch gesagt, dass wir hier hingehen, weil hier ein Hafen ist. Ich finde es aber trotzdem cool, dass der Hafen irgendwie genau in der Winterstadt ist. Ja. Fast da oben noch. Rüber. Da haben wir doch schon eine Piratencrew. Und Krillin! Guck mal, ja. Es ist Krillin. Ob ich kalt habe? Guck mal, er hat kalt. Was soll das bedeuten, ob ich kalt habe? Hä? Vielleicht kalter Punsch. Ich dürf nicht einfach an Bord. Ich muss hier rumstehen vor dem Schiff. Was? Sollen die so sprechen? Sollen die alle besoffen sein? Wir nehmen keine Passagiere mit an Bord. Was? Also diese drei Textboxen waren auf jeden Fall. Na toll, was machen wir jetzt? Wir dürfen in diesem Handelsschiff scheinbar nicht mitfahren. Wir sollten dem Dorfältesten berichten, dass wir den Windkristall haben. Lass uns zum Bürgermeister dieser Stadt. Vielleicht bekommen wir eine Sondergenehmigung, wenn wir ihm unsere Story erzählen. Ja, unsere Story. Unsere Story, damit es richtig schön glaubhaft wirkt. Ja. Tja, darauf würde ich nicht wetten. Kaum einer bekommt einen Termin bei unserem Bürgermeister. Aber wir haben ein äußerst wichtiges Anliegen. Macht euch keine Sorgen, ich kümmere mich schon um alles für euch. Ich sollte dem Bürgermeister etwas aus dem Windturm bringen. Das habe ich geschafft, er wird mich sicher empfangen.
Hätte er uns das nicht irgendwie sagen können, als wir beim Bürgermeister waren? Ja. Allerdings wird er nur mich zu sich rufen. Ich versuche eine Genehmigung für euch mit herauszuschlagen. Randolph verlässt die Party, nicht schon wieder. Es wird Zeit. Ich bin kein Mensch der großen Emotionen. Macht es gut, Leute. Wir haben uns in den letzten 2 oder 3 Partys erkennen und lieben gelernt. Es war gar nicht übel, mit euch zu reisen. Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal wieder, irgendwann. Ich meine, hey, die wissen doch, dass sie, weil... Die wissen, dass sie sich wiedersehen, weil er soll auch jetzt mit dem Bürgermeister sprechen, damit wir auch mit denen sprechen können. Das ist geil, oder? Ja, also, das hoffe ich auch. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen irgendwie pseudo-tragischen Abschied machen. Das verstehe ich irgendwie überhaupt nicht. Das ist, was ihr am Anfang sagt, mit die Dialoge sind halt leider auch nicht so das gut geschrieben. Ja, das hoffe ich auch. Randolph, was hätten wir nur ohne dich gemacht? Ja, ohne ihn wären die Kämpfe auch irgendwie machbar gewesen. Ja. Also eigentlich war er nicht mal eine große Hilfe in dem Sinne. Tja, das frage ich mich auch. Mach das Beste aus eurer Aufgabe. See ya, Bros! Vor allem mit diesem Ad-Zeichen. Wir haben uns mal darüber unterhalten mit. Alter. Auch für die heutzutage nicht mehr benutzt. See ya damals war so ein extrem weit verbreitet gewesen. See ya, ich hab, dass ich das mal im Maker-Spiel sehe. Holy shit. Geil. Einfach geil. Ja? See ya at all. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das erinnert mich an meine Warcraft 3 Zeiten zurück, wo man noch keine Headsets hat und deswegen alles in Abkürzungen schreiben musste in Game. Oh. Weg ihr so der Kerl. Ich hasse Abschiede, die sind immer so sentimental, da muss ich immer weinen. Du konntest ihn auch gut leiden, was? Meinst du etwa gut leiden im Sinne von einer Liebschaft? Oh mein Gott, nein, ich hab doch nur Augen für Sera. Ja, das konnte ich. Ich lebe wohl, Randolph. Hoffentlich bekommt er eine Genehmigung für uns. Wir werden ihn wahrscheinlich nie wiedersehen. Aber ich würde vorschlagen, wir hingegen sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of... Nein. Nein, das Spiel lässt mich nicht einfach so abspeichern. Jetzt kommt Sera plötzlich mit. Wo sind wir denn hier? Was ist passiert? Okay... Wo sind wir hier, Klaus? Und warum bin ich hier? Das ergibt keinen Sinn. Oh, wie nett, dass ihr mich besuchen könnt. Lalala. Heute war nicht alleine Klaus, sondern mit einer Freundin hier. Ihr habt Kummer. Liebeskummer. Warum? Ach, ihr habt euren lieben Freund Randolph verloren. Ach, ihr habt doch ein tolles Leben auf eurem Planeten. Wer bist du? Und die Frage ist nicht, wer ich bin, sondern wer seid ihr? Ihr scheint nicht zu wissen, was euer Schicksal ist. Es ist niemandem gestattet, hierher zu kommen. Ach so. Warte, es muss noch klar gemacht werden, dass sie auf jeden Fall auch auserwählt. Das ist die Wetten, Randolph kommt auch noch hierher. Und noch einmal ein viertes Partymitglied, das sind die 4 Auserwählten. Tja. Wo auch immer wir uns hier befinden, ne? Ist ja schwierig. Scheint ja irgendwie so eine Art Astralebene oder so zu sein. Ja. Doch, wieso kommt Klaus immer wieder her? Und jetzt auch noch du, was hat das zu bedeuten? Seid ihr etwa auserwählte Protagonisten der heiligen 8 Scheiß-Montos-Kristalle? Eure Welt ist eine der schönsten, die ich sehen durfte. Aha. Also wenn das eine der schönsten Welten ist, dann kann man keine besonders hohen Ansprüche haben. Mir ist es seit meiner Geburt verboten, diesen Ort zu verlassen. Und ihr kommt freiwillig hierher. Klaus kommt schon seit einiger Zeit immer wieder hierher und kann auch scheinbar einfach wieder gehen. Ja. Dabei ist eure Welt doch so wundervoll. Auch wenn man mehrfach drüber scrollt, wird sie nicht schöner. Ich wünschte, ich könnte in einer Welt wie dieser leben. Ich wünschte, dass irgendwann mal... Ich meine, wenn ihre Welt nur aus dieser Brücke besteht, sozusagen... Ja. Dass irgendwann einmal auch mein Traum erfüllt werden wird. Wir auf dem Planeten Idre leben. Klaus, was war das? Wer war das? Sie sagte, du seist schon öfter da gewesen. Ich dachte immer, das sei immer nur ein Traum gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass es immer real war. Ich kenne diese Frau auch nicht. Nicht einmal ihren Namen. Immer wenn ich an diesem Ort war, konnte ich nichts sagen. Das muss etwas bedeuten.
Sie schien so traurig zu sein. So einsam. Lass uns in ein Gasthaus gehen und schlafen. Morgen gehen wir ja. Sehen wir ja, ob Randolph Glück hatte beim Bürgermeister, den wir tragisch verabschiedet haben. Und irgendwann wiedersehen. Morgen. Ja, das wird das Beste sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Lass uns mal bei Randolphs Haus vorbeischauen. Bin sicher, er hat eine Genehmigung. Alles klar, Klaus. Auf geht's. Aber so. Wirklich erst in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Scheiß Montos. Ich bin mal gespannt, ob ich hier rausgehen darf. Wow, ja. Ich darf rausgehen und das Spiel speichern. Das Spiel ist wenigstens nett zu uns. Finde ich super. Also, abgesehen davon, dass das Spiel leidet halt so ein bisschen unter diesem halt typischen Problem, halt, dass du halt nicht frei speichern darfst, sage ich einfach mal. Ja? Ja, und es ist halt auch ohne Mehrwert, dass du es nicht darfst. Genau, in dem Spiel ist es halt auch so ein bisschen ohne Mehrwert, weil am Ende irgendwie, du kannst ja sozusagen frei grinden. Die Kämpfe sind ja gar nicht so hart. Du kannst ja überall, es gibt ja sogar noch überall Shops und sowas, ne? Ja, ja, genau. Also das deswegen... Halt so, bei Final Fantasy konnte ich auch nicht freispeichern, also kommt das ja auch nicht. So. Ja, so ungefähr. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, wie das bei Diablo genau war. Es ist noch ein bisschen anderes System dort. Genau, aber da können wir ja vielleicht in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, denn dieses Spiel wird ja wahrscheinlich noch mehr als genug Boden für Diskussionen über Diablo 1 oder 2 geben oder bieten. Wir freuen uns auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, wie immer, über ganz viele Kommentare und ganz viele Daumen nach oben. Ja, vergesst nicht hier bei The Legend of Scheiß Montos, The Freshmaker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.